ich lese von der Verbraucherzentrale NRW und ZF Wieso, nebenberuflich selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung und Marketing. Ich bin angekommen im Kapitel Richtig kalkulieren und finanzieren, die Basis des Erfolgs, auf Seite 45. Das Unterkapitel heißt Produktpreise professionell ermitteln. Es geht um Rohstoffe, weitere Materialien, Fremdleistungen, Raum- und Betriebskosten, Lagerkosten, Lagerzins, Arbeitslohn und jetzt bin ich angekommen bei den kalkulatorischen Abschreibungen. Da gibt es ein Beispiel, das farblich abgesetzt ist. So, ich stelle mir außerdem meine Uhr, damit das hier nicht länger als eine halbe Stunde dauert. Abschreibung auf einen mobilen Marktstand. Das Beispiel vorweg. Für den Verkauf Ihrer Produkte auf Märkten haben Sie 5.000 Euro in einen mobilen Marktstand investiert, der voraussichtlich zehn Jahre eingesetzt werden kann. Also der mobile Marktstand für 5.000 Euro. Allerdings gehen Sie davon aus, dass Sie dann für den neuen Stand 5.500 Euro bezahlen müssen. Daraus resultiert eine jährliche Abschreibung von 550 Euro. Wenn Sie einen jährlichen Umsatz von 10.000 Euro erzielen möchten, sollten Sie in die Kalkulation Ihrer Preise eine Abschreibung von 5,5% einbeziehen. So. So wie Sie gegenüber dem Finanzamt die Abnutzung Ihrer Produktions- und Geschäftsausstattung als Abschreibung geltend machen, sieht dazu auch das Kapitel verschiedene Steuerarten und wie Sie damit zurechtkommen, Seite 107, sollten Sie diese auch in der Preiskalkulation berücksichtigen. Ob davon der Preis nennenswert beeinflusst wird, hängt davon ab, wie viel Geld Sie in Ihre Ausrüstung investieren müssen und wie lang die durchschnittliche Lebensdauer der Anlagen ist. Im Gegensatz zur steuerlichen Abschreibung, die sich immer nur auf den ursprünglichen Kaufpreis bezieht, geht man bei der kalkulatorischen Abschreibung vom künftigen Preis für die Wiederanschaffung aus. Der ist üblicherweise aufgrund der Inflation etwas höher als der aktuelle Preis. So. Wie wir auf 5,5 gekommen sind, ist mir gerade nicht klar. Doch, ist mir gerade klar. Prozent von 10.000 wäre 100, 550 Euro sind also 5,5% von 10.000. So. Jetzt habe ich es verstanden. Ich bin da nicht ganz so schnell. Wagniskosten. Der Begriff des unternehmerischen Risikos wird immer dann plötzlich ganz konkret, wenn Kunden nicht zahlen, Reklamationen ins Haus flattern oder die vermeintlich so attraktiven Waren wie Blei im Regal liegen und der Verramschung entgegensehen. Wenn Sie Ihre Produkte nicht individuell auf Kundenauftrag herstellen, müssen Sie immer damit rechnen, dass ein Teil davon nicht verkauft wird.
Wie hoch der Aufschlag in Form der Wagniskosten ausfällt, hängt sehr stark davon ab, was Sie verkaufen und wie sich Ihre Kundschaft zusammensetzt. Vor allem im Handel und bei der Produktion von Waren sind die Wagniskosten in der Regel deutlich höher als bei Dienstleistungen. Werbe- und Vertriebskosten. Und dann geht es weiter mit Praxisbeispiele für die Produktkalkulation, Kontoführung und Liquidität. Wie Sie an Bankkredite kommen, die optimale Tilgungsdauer bei Krediten, das ist ein langes Kapitel, was Sie über Bürgschaften wissen sollten, und dann ist das Kapitel auf Seite 57 zu Ende, ich bin gerade auf Seite 46, das sind noch 11 Seiten. Werbe- und Vertriebskosten. Wer keine Werbung macht, um Geld zu sparen, könnte auch die Uhr anhalten, um Zeit zu sparen, sagte schon vor rund 100 Jahren der amerikanische Großindustrielle Henry Ford und hat damit bis heute noch recht. Allein von der kostenlosen Mund-zu-Mund-Propaganda können die wenigsten Selbstständigen leben. Doch die typischen Werbemaßnahmen der Kleinunternehmer wie Prospekte und Flyer, eine Webseite, eigene Anzeigen oder Werbebriefe gibt es nicht zum Nulltarif. Daher sollten Sie in die Verkaufspreise Ihrer Produkte auch einen ausreichenden Anteil an Werbekosten einrechnen. Eng verwandt mit den Werbekosten sind die Vertriebskosten, die beim Verkauf anfallen. Das können beispielsweise die Gebühren für einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt oder die Provisionen für Online-Vermarktungsplattformen sein. Ähnlich wie die kalkulatorischen Abschreibungen und die Raumkosten sollten auch die Werbe- und Vertriebskosten zunächst als prozentualer Anteil am Gesamtumsatz ermittelt und dann auf die Stückpreise heruntergerechnet werden. Praxisbeispiel für die Produktkalkulation. Klar, jede Kalkulation ist individuell und hängt von Ihren persönlichen Vorstellungen, Kosten und preislichen Möglichkeiten ab. Deshalb sollen die beiden nachfolgenden Modelle keine Zahlenvorlagen darstellen, sondern Ihnen nochmals anhand eines praktischen Beispiels die Vorgehensweise beim Kalkulieren verdeutlichen. Im ersten Beispiel betrachten wir die Preisgestaltung beim Herstellen von Produkten. Nehmen wir an, Sie würden Modeschmuck herstellen, den Sie an einige Ladengeschäfte in der Umgebung verkaufen. Die Ladengeschäfte bestellen üblicherweise eine bestimmte Menge und nehmen diese dann komplett ab. Der Jahresumsatz liegt bei rund 6.000 Euro. Für Ihre Ausrüstung kalkulieren Sie eine jährliche Abschreibung von 300 Euro für die kleine Werkstatt, die Sie im Hobbyraum eingerichtet haben, schlägt mit fiktiver Miete und Raumkosten in Höhe von 600 Euro pro Jahr zu Buche. Ja, ist auch kein schöner Satz. Nennenswerte Werbe- und Vertriebskosten fallen nicht an, da die Gewinnung der Händler über persönliche Kontakte erfolgt. Damit könnte die Kalkulation für ein einzelnes Schmuckstück so aussehen, wie auf Seite 47 in der linken Tabelle dargestellt ist. So, da steht Aufwand pro Schmuckstück, Kosten, Rohstoffe 2,50 Euro, Arbeitszeit 0,25 Stunden, na 30 Euro sind 7,50 Euro, kalkulatorische Abschreibung 60 Cent, Miete und Raumkosten 1,20 Euro, Verkaufspreis 11,80 Euro. Anders geht man bei der Kalkulation im Handel vor. Die ist auch ein bisschen länger. Zum Beispiel einem Online-Shop für italienische Olivenöl-Spezialitäten. Hier entfällt zwar die eigentliche Herstellungszeit,
aber sie sollten dennoch einen realistischen Zeitaufwand für die Abwicklung ihrer Geschäfte einkalkulieren. Sie brauchen Zeit für die Beschaffung, das Sortieren, das Rühren der Werbetrommel und den Versand. Insgesamt hoffen sie mit einem monatlichen Aufwand von 15 Stunden einen Jahresumsatz von 1.800 Euro zu erzielen. An jährlichen Kosten fallen an Lagerkosten, Zins 300 Euro, Verpackungsmaterial 600 Euro, Arbeitsaufwand 180 Stunden pro Jahr, 30 Euro sind 5.400 Euro, das entspricht dem erhofften jährlichen Gewinn, Werbeaufwand 900 Euro, Wagniskosten 10% der Ware bleiben unverkauft. Daraus ergibt sich das oben rechts dargestellte Kalkulationsmodell. Der Einkaufspreis liegt bei 2,70 Euro, die Wagniskosten bei 27 Cent, Lagerkosten und Zins sind 8 Cent, Verpackungsmaterial 15 Cent, Werbeaufwand 23 Cent, Arbeitsaufwand, Geschwindspanne 1,35 Euro und dann kommt man bei einem Verkaufspreis von 4,78 Euro raus. So. Das ist beides durch die rosa Sonnenbrille, kann ich direkt hier sagen. So. Kontoführung und Liquidität. Der Gesetzgeber verlangt, dass Selbstständige ihre privaten und beruflichen Finanzen sauber trennen. Dann kann nämlich bei der Prüfung der Steuererklärung oder bei einer Betriebsprüfung des Finanzamts vermieden werden, dass die ohnehin oft schon strittige Abgrenzung zwischen privaten und betrieblichen Geldflüssen auch noch durch ein finanzielles Durcheinander erschwert wird. Das muss jedoch nicht bedeuten, dass Sie zwangsläufig ein Girokonto extra für Ihre nebenberufliche Selbstständigkeit anlegen müssen. Bei einer überschaubaren Zahl an Kontobewegungen können Sie Ihre beruflichen Geldgeschäfte auch über das Privatkonto abwickeln, da Nebenjob-Selbstständige ihre Einnahmeüberschussrechnung in der Regel mit allen dazugehörigen Belegen einreichen, hat das Finanzamt aufgrund der Einnahme- und Ausgabebelege schon einen realistischen Überblick. Tipp! Tipp: Kontoauszüge kennzeichnen. Wenn betriebliche und private Geldgeschäfte über ein einziges Girokonto abgewickelt werden, ist es empfehlenswert, die Buchungsposten auf den Kontoauszügen beispielsweise mit einem P für privat und G für Geldbewegung aus Ihrer geschäftlichen Tätigkeit zu kennzeichnen. So behalten Sie den Überblick und können auf Anforderung gegenüber dem Finanzamt die Aufteilung dokumentieren.
Wenn die Geschäfte florieren, kann jedoch die Abwicklung über das Privatkonto unübersichtlich werden. In diesem Fall ist es ratsam, ein zweites Konto einzurichten, über das ausschließlich die Einnahmen und Ausgaben Ihrer selbstständigen Tätigkeit laufen. Das Problem sind dabei die Kosten. Für Privatkunden gibt es jede Menge kostenlose Girokontoangebote, aber über diese Konten dürfen Sie üblicherweise ausschließlich private Buchungen abwickeln. Da kann es schon mal vorkommen, dass Sie einen bösen Brief von der Bank erhalten, wenn einige größere eBay-Zahlungen eintreffen oder sich Gutschriften im Gleittext auf Rechnungen von Ihnen beziehen. Dann droht die Bank mit Kontokündigung oder verlangt von Ihnen, dass Sie hohe Gebühren für ein Firmenkonto zahlen. Wenn Sie Ihr Selbstständigkeitskonto an eine Bank ausgelagert haben, die nur Privatkunden aufnimmt, haben Sie schlechte Karten. Wahrscheinlich kommen Sie um die Kontokündigung nicht herum. Spielraum besteht hingegen, wenn Sie das Zweitkonto bei Ihrer Hausbank führen. In diesem Fall sollten Sie niemals ein teures Firmenkonto akzeptieren, für das jährlich Gebühren von oftmals mehr als 100 Euro auf den Tresen, für das Sie jährlich Gebühren von oftmals mehr als 100 Euro auf den Tresen blättern müssen. Ihre Argumente: Der geringe Umfang Ihrer Umsätze rechtfertigt es in keiner Weise, dass Sie die gleichen hohen Gebühren zahlen wie ein Unternehmen, das jeden Tag 20 oder 30 Buchungsposten hat. Es ist marktüblich, dass Freiberufler ohne Angestellte bei der Kontoführung dieselben Konditionen erhalten wie Privatkunden. Wenn sich die Bank querstellt, wird es Ihnen nicht schwerfallen, ein Kreditinstitut zu finden, das sich darauf einlässt. Wenn die Bank Sie jetzt mit einer sturen Gebührenpolitik vergraut, verliert sie einen Kunden, der für Sie hochinteressant sein kann, wenn die Geschäftsidee erfolgreich ist. Ob Sie dann auch wirklich bei der Bank bleiben, ist natürlich Ihre Sache. Wenn die Bank einlenkt und Ihnen die Privatkundenkonditionen einräumt, kommt der zweite Schritt. Die meisten Banken bieten nämlich verschiedene Kontomodelle an, die auch höchst unterschiedliche Kosten verursachen. Weil Ihre Buchungsposten fast ausschließlich aus Geldeingängen, Überweisungen, Lastschriften und Transfers für das Privatkonto bestehen, genügt ein kostengünstiges Online-Konto voll auf. Tipp: Auf die Bankkarte für das Zweitkonto verzichten. Wenn zusätzliche Gebühren für eine Bankkarte verlangt werden, können Sie auf diese beim Zweitkonto verzichten, weil sich für die Bargeldbeschaffung am Automaten ja das Privatkonto nutzen lässt. So. Wünschenswert ist es, wenn die Bank Ihnen auf Ihr betriebliches Girokonto einen Dispo-Kredit einräumt. Damit müssen Sie nicht gleich die hohen Überziehungsprovisionen zahlen, wenn Ihr Konto einmal vorübergehend in die roten Zahlen rutscht. Sinnvoll ist der Dispo-Kredit auch, um bei Bestellungen zügig bezahlen zu können, wenn Ihnen Skonto gewährt wird. Auf den ersten Blick scheint es zwar sinnvoller, in solchen Fällen auf den Skontoabzug zu verzichten und das reguläre Zahlungsziel auszunutzen, damit aufgrund der bis dahin zu erwartenden Geldeingänge kein teurer Dispo-Kredit in Anspruch genommen werden muss. Doch in Wirklichkeit ist es fast immer lohnenswerter, einen angebotenen Skontoabzug bei schneller Zahlung auch in Anspruch zu nehmen, sogar dann, wenn kaum Guthaben auf dem Konto vorhanden ist. Grund dafür ist, dass die zusätzlichen Zinsen aufgrund der Kontoüberziehung nur auf die wenigen Tage zwischen Ablauf der Skontofrist und dem regulären Zahlungsziel herunterzurechnen sind. Bei der Liquiditätsplanung gilt: Solidität bringt Sicherheit. Deshalb brauchen Sie auch bei der nebenberuflichen Selbstständigkeit einen soliden Finanzplan. Das ist vor allem in der Gründungsphase wichtig.
Beispiel: Besser Kreditzinsen zahlen als auf Skonto verzichten. Ein Lieferant hat als Zahlungsbedingung, dass die Rechnung entweder innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zu bezahlen ist. Damit haben Sie auf Sicht von 20 Tagen einen Zinsvorteil von 2%. Das entspricht aufs Jahr hochgerechnet einem Jahreszins von 36%, und zu teuer ist kein Dispo-Kredit. Seite 50 bin ich schon angekommen und ich mache eine kurze Pause.